Gesicht ist so lala, aber die Schenkel bleiben saftig. Lady Bitchway mit No AfD-Tasche im Bundestag. Ja, geil. Das ist ein Zeichen setzen, würde ich sagen. Jetzt gleich ficken wir auch gegen rechts oder kacken gegen rechts. Wird immer besser. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich, wie der Aktivismus in der heutigen Zeit stattfindet. Manche setzen sich auf die Autobahn mit gefühlt 20 Taschen aus dem Rewe-Markt, schmeißen es auf den Boden und lassen sich dann von den LKW-Fahrern wieder schutzweise wieder auf den Bürgersteig bewegen. Also ist nett von denen. Stau, Stress, Streit und Stunk. Schon wieder legen Aktivisten von Letzte Generation den Straßenverkehr in der Bundeshauptstadt lahm. Die Klimademonstranten sitzen auf der Straße, blockieren an Ampeln die Kreuzungen. Ihre Hände kleben einige mit Sekundenkleber an den Asphalt. Kein Durchkommen durch Menschenketten, auch für diesen Smart. Die Fahrerin, eine Ärztin, die zu einer OP muss. Alles betteln, endlich vorbei zu können, hilft nichts. Autofahrer stinksauer. Sie machen ihrem Ärger Luft, ziehen die Menschen von der Straße. Erst dann kann der Smart passieren. An einer anderen Blockade verliert ein Autofahrer völlig die Nerven. Ja, wenn das die letzte Generation wird, dann erklärt sich warum. Die werden alle überfahren. Ja, passiert mal. Naja, jeder muss so seine Art von Aktivismus betreiben. Ja, gut, sei es halt so. Haben wir wenigstens was darüber zu sprechen. Können wir drüber schnacken. Ja, was ist passiert? Ja, mit der Tasche hat die Rapperin Lady Bitchway ein Zeichen gegen die AfD gesetzt. Boah, bist du eine ganz geile Frau, echt. Boah. Das Accessoire stellte sich bei der Wahl des Bundespräsidenten zur Schau. Auch der Rest ihres Outfits stach unter den üblichen Teilnehmern heraus. Ja, ja, kann man so sagen. Ganz hilfreich. Also sie kam mit ihrer politischen Botschaft, kam unsere feministische Rapperin Lady Bitchway halt an den Sonntag in den Bundestag. Ja, sie trägt einen weißen Schleier, Kleid und so Overknie-Stiefel und eine blaue Tasche, auf dem halt Nazis raus und No AfD stand. Ja, ich bin schockiert, wie toll das war. Ja. Ich bin ja dafür, dass wir das bei allen so machen. Jeder kriegt seine Tasche und jeder, der möchte, kann mit seiner Tasche durch die Gegend laufen. Ich weiß nicht, ob ihr alle in den Bundestag dürft, aber es ist doch nett, dass die AfD immer wieder gleichgesetzt wird mit den Nazis. Und ihr wundert euch darüber, dass es immer mehr Leute gibt, die leider nicht wirklich für die AfD stehen und auch nicht die AfD wählen würden, aber trotzdem immer wieder kritisieren müssen, dass die AfD so behandelt wird. Ihr profiliert sie doch in die Opferrolle. Damit macht ihr es doch erst recht so. Und dann wird dann im Bundestag geredet, ja, wir würden ja niemanden pauschalisiert in eine Ecke stellen. Schaut es euch selbst an. Gestern Abend, heute Morgen auch noch einmal auch gefragt, was ist die Zielrichtung? Es wird weitgehend vermengt, durcheinander geworfen, es wird Angst geschürt, es werden auch die unterschiedlichen Formen des Islam, seien es Sunniten, Schiiten, Alawiten, Aleviten, all das gar nicht differenziert. Das wäre ja so, als würde man bei der AfD sagen, alle sind rechtsradikal, alle sind rechtsextrem. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja nicht der Fall. Das ist der springende Punkt. Ich denke mir, das ist das Problem des Ganzen. Man merkt doch selbst, wie man mit der AfD umgeht. Die einen versuchen alles, sie in eine Nazi-Ecke zu stellen,
wodurch man aber trotzdem natürlich auch mal differenzieren könnte, was eigentlich möglich wäre, weil es gibt radikale Ecken, es gibt durchaus eine Bewegung und ich würde auch sagen, die AfD ist mittlerweile infiltriert worden, aber das gilt auch für alle Sachen, dass von einer Verfassungs-, sagen wir mal, konformen Partei da sich Radikalisten untermischen, das ist leider in vielerlei Hinsicht immer so. Also natürlich ist Linksextremismus kein Extremismus, das ist alles in Ordnung, das ist nicht schlimm. Ne, müssen wir nicht drüber reden, ist ja alles entspannt. Aber es gibt viele Linke und Grüne, die sich stark machen für die Antifa und sich im Gegenteil nicht distanzieren vor der Antifa und auch nicht von linksradikalen Ecken. Na gut, dann sollte man auch damit einhergehen, dass es von beiden Seiten bestimmte Radikalisten gibt. Ich persönlich finde es ja nicht schön, dass in dem Bundestag Radikale herrschen, weil wir wollen ja eigentlich verfassungskonforme Menschen da drin haben. Naja, gut. Das gilt aber für beide Seiten, meines Erachtens. Müssen wir wieder zentristische Kackscheiße hier betreiben. Eine Diskussionskultur ist einfach ziemlich schädlich, weil Lösungen sollten nicht unbedingt abhängig sein, was für eine Identität du hast. Weil das Argument sollte an sich Gewicht haben und sollte nicht Gewicht haben, bloß weil du eine bestimmte Identität hast. Aber ich möchte das auf beiden Seiten nicht haben. Ich möchte, wenn Leute im Bundestag haben, die die Verfassung mit allem, was sie haben, verteidigen. Aber gut, oder zumindest daran arbeiten, mit ihr zu arbeiten. Man muss ja nicht mit allem konform sein, aber man dürfte doch zumindest auf einer konformen Ebene arbeiten, auf einer rein rechtlichen Ebene arbeiten. Gut, aber es ist viel wichtiger, dass wir sneaky Taschen haben. Vielleicht gibt es ein Merchandise dazu. Lady Witchway, wie ist das so? Kann man das kaufen? Und kann man sich auch aussuchen, was draufsteht, oder? Naja. I need to know. Beitrag. Die Bundesversammlung ist das größte parlamentarische Gremium in Deutschland. Seine einzige Aufgabe ist die Wahl des Staatsoberhauptes alle 5 Jahre. Sie setzt sich zusammen aus den Abgeordneten des Deutschen Bundestages und einer gleich großen Zahl von Mitgliedern, die 16 Landtage entsenden. Da der Bundestag derzeit 736 Abgeordnete zählt, besteht die Bundesversammlung aus 1472 Wahlfrauen und Männern. So viele wie nie zuvor. Und Lady Bitchway ist auch dabei. Ja, naja. Um damit noch ein kleines Fazit einzubringen. Ich finde an sich, Aktivismus ist ja an sich gut. Und ich finde es spannend, dass die jungen Leute von heute noch aktiver politisch engagiert und interessiert sind. Das ist ja an sich ein guter Verlauf. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich ein Aktivismus ist, wenn du eine Tasche trägst, auf dem No Nazis steht. Das ist zwar ein Statement, aber das ist kein Argument gegen die AfD. Also Leute, ihr wollt doch Kritiken üben und sachlich fundierte Argumente haben. Das wollt ihr doch alle. Dann erwartet aber auch von eurem Gegenüber, dass er so ein Bullshit auch nicht annimmt, wenn ihr nur mit, ja, du willst doch kein Nazi sein, kommt. Ihr wollt Argumente liefern, ihr wollt Argumente bekommen, was ich ja auch vollkommen nachvollziehen kann. Man muss ja die andere Seite verstehen, um nachzuempfinden, was die Person meint. Und da sind Argumente oder Ansichten, Erfahrungsberichte in dem Weise sinnvoll, die andere Person zu verstehen. Das muss man halt nachvollziehen können. Das ist in Ordnung und das ist ja auch gut so, unabhängig davon, aus welcher Seite man kommt. Unabhängig davon, welche Ansichten man vertritt. Aber das, was jetzt gerade ist, als Aktivismus betrieben wird, ist meines Erachtens lächerlich. Die Leute verhindern die Menschen, zur Arbeit zu kommen,
Verhindern es, dass Rettungswagen vorbeikommen. Verhindern es, dass andere nicht zu Schaden kommen. Und den Erfolg haben sie ja nicht, weil sie haben nur die Wut der Menschen erreicht und nicht das Verständnis für ihre Sache. Und das ist das Problem. Wenn ihr es nachvollziehen wollt, es wird ja belächelt, wie eine Lady Bridgeway da rumläuft. Das Einzige, was sie bekommt, ist natürlich von ihrer Social Bubbling in den Medien kriegt sie natürlich Support und denken sich, wow, voll geiles Statement, voll cool. Ist ja in Ordnung. Ja, es ist vielleicht nicht unbedingt realistisch geprägt, aber ist in Ordnung. Aber ihr bekommt nicht die Allgemeinheit, die überwiegende Mehrheit der Menschen damit. Und es wäre sinnvoll, wenn man schon Aktivismus betreibt, dass der auch fundiert auf Leute trifft und wirklich jemanden erreicht. Und das ist momentan nicht der Fall. Also ich persönlich fühle mich jetzt nicht erreicht, wenn mich jemand umpolen möchte, in die richtige Richtung haben möchte. Dann fühle ich mich nicht wirklich da erreicht. Ein No-Go. Also ich würde sowas überhaupt nicht unterstützen. Klima, klar, aber sowas gar nicht. Auf gar keinen Fall. Das muss auf jeden Fall immer so ein bisschen gesittet bleiben, ne? Das geht zu weit. Das dürfen die nicht machen. Das ist Behinderung von Amtsträgern zum Beispiel, Feuerwehr und Rettungssanitäter. Das geht zu weit. Man kann das anders bewerkstelligen. Da muss man nicht den ganzen Verkehr blockieren und vor allen Dingen auch nicht Menschenleben in Gefahr bringen. Das geht zu weit. Warum? Ich sag mal so, wenn die alle die Straßen blockieren, das hilft doch keinem was. Dann lassen die ihr Auto weiterlaufen. Das verbraucht dann wahrscheinlich mehr an Abgasen als alles andere. Ich meine, Klimaprotest im Allgemeinen finde ich ist in Ordnung. Also muss sein, sollte sein. Wird sich eh zu wenig drum gekümmert. Und ich meine, okay, man darf natürlich andere Sachen nicht einschränken. Also ein Notarztwagen sollte schon durchkommen, die Polizei sollte durchkommen, Abschleppwagen dort durchkommen. Also das geht zu weit. Alles andere finde ich allerdings richtig. Also muss viel mehr gemacht werden für den Klimaschutz. Ich denke, ich würde wahrscheinlich genauso reagieren, weil wenn du, weißt du, dass ich so und so viele Stunden gearbeitet hast und du möchtest einfach nur zu Hause ankommen und es geht dann nicht voran, wird man schon, denke ich mal, ösig, ne? Jetzt da durch müsste und wäre sehr dringend, würde ich aussteigen und mal fragen, was ist euch mit euch nicht in Ordnung? Ich möchte hier gerne durch. Und zur Not muss man die 110 rufen dann, weil selber Hand anlegen sollte man ja erstmal nicht machen. Ich fahre nicht Auto, deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen geprägt von. Ich bin immer der Fahrradfahrer, der genervt ist, dass die Autos immer Luft verpesten, mehr oder weniger. Aber klar, ich wäre wahrscheinlich auch, also ich bin sehr konfliktscheu generell, deswegen wäre ich wahrscheinlich eher so ruhig. Aber ich verstehe, dass Leute genervt sind, vor allem, wenn sie dann wichtige Termine verpassen. Und das ist ja auch immer die Frage, was für eine Art von Protest bringt was und was macht Leute nur sauer. Also, ja, ich kann die Emotionen verstehen. Wollen Sie uns was dazu sagen? Was halten Sie davon, dass die... Was soll ich davon halten? Ganz ehrlich, das ist doch absolute Scheiße. Die sollen bei den Politikern hochgehen und nicht hier uns. Uns, ja? Wir haben alle zu tun. Sie machen ihren Job, ich mache meinen Job. Und was machen die? Stören dabei. Es reicht. Die können zufrieden sein, dass ich gestern schön gefickt habe, dass ich entspannt bin. Sonst wäre ich schon da vorne. Ja?